meine Lieben, willkommen zurück zu diesem Kanal und willkommen zu diesem heutigen Video hier. Wie ihr sehen könnt, ich setze wieder mein Video-Hintergrund und leider ist heute das letzte Paket meiner Unboxing-Reihe von der Seite My Surprise. Wir hatten ja vorher die Barbara-Box, die ganzen Produkte liegen hier schon. Die Pink-Box haben wir auch schon, die ganzen Produkte liegen hier auch schon. Und heute kommt noch zu guter Letzt und zwar ist die Mainz-Box. Wir hatten ja vorher einen großen Karton, einen kleinen Karton, jetzt haben wir wieder einen großen. Ja, und leider ist es das kleinste und das letzte Paket. Das Paket kostet normalerweise 19,77. Und deswegen hoffen wir mal, dass diese 19,77 normalerweise, ja, dass das dann hier drin ist, auf gut Deutsch gesagt. So, dann vor mit dem Video starten, beantwortet mir vorher eine Videofrage. Und zwar, was findet ihr das beste Produkt und auch das schlechteste Produkt aus der letzten Pinkbox? Ich verlinke euch beide, die Barbara-Box und die Pinkbox und in der Infobox nochmal. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, ich habe den Klebestreifen jetzt schon vom Karton entfernt. Und jetzt öffnen wir einmal den Karton und gucken uns die Box überhaupt erstmal an. Das ist ja schon mal darum, wo es hier bei dem Video geht. Okay, die hat ein sehr, sehr schönes Design. Gefällt mir sehr gut. Dann stellen wir die Box ins Regal. Und dann haben wir hier auch noch ein Heft. Okay, als Heft war da das Heft Frauen wie wir, Mainz. Passt eigentlich ganz passend zur Box auf jeden Fall. Dann haben wir hier Prospekte und Werbung. Auf jeden Fall habe ich jetzt 3 Prospekte. Auf jeden Fall habe ich jetzt genug zum Lesen. Aber ihr seid ja hier wegen der Box und nicht wegen dem Heft. So sieht die Box aus. Eigentlich richtig, richtig schön. Ich mag dieses rosane Design. Und irgendwie sitzt meine Haare jetzt total scheiße. Dieses rosane Design, dann diese goldenen Streifen hier, finde ich sehr, 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 sehr schön. Und wir werden die Box jetzt einfach mal öffnen. Verdammt. Mainz Box! Da fliegt auch schon die Hälfte runter. Also als ich die Box geöffnet habe, war da dieses Heft drin. Vorne steht Mainz Box und hinten steht Smile drauf. Und sind die ganzen Produkte auch aufgelistet, was die kosten. Das Heft gucken wir jetzt also am Ende des Videos an. Und so sieht die Box aus, wenn man die aufmacht. Das heißt, sehr, sehr voll schon. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was in dieser Box drin ist. Deswegen werden wir jetzt die Schleife öffnen. Oh wow, das sieht schon mal irgendwie sind meine Haare. Absolute Scheiße heute. Die Box sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr speziell aus. Ich werde euch das einmal zeigen. Ja, so sieht die Box schon aus. Als erstes sehe ich hier Salzstangen. Ich weiß ja nicht, was Salzstangen mit Beauty zu tun haben. Die sind jetzt von der Marke Lorenz. Das sind die Settles Maxi. Meistergebacken mit Meersalz. Sind allerdings auch nur bis zum 30.11. gültig. Das finde ich doch schon ziemlich krass, dass sie nur so kurz gültig sind. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich esse eigentlich aber auch die günstigen Salzstangen. Könnt mir in die Kommentare beantworten, ob ihr... es gibt ja immer so 2 verschiedene Marken. Einmal eine teurere Marke und einmal eine billigere Marke von den Süßigkeiten. Und es gibt ja auch günstige Salzstangen, ich glaube für 39 Cent. Ich habe keine Ahnung, was die hier kosten. Ich würde sagen 1,50, 2 Euro würde ich jetzt mal grob schätzen. Und aber geil, ich habe Hunger und werde jetzt einfach mal probieren. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch mal die günstige Variante holt oder ob ihr nur die teure Variante esst. Jetzt werden wir mal kosten. Mit dem Salz waren sie natürlich wieder sehr sparsam. Ist wieder kaum Salz dran. Irgendwie juckt mein Auge gerade. Perfekt. Ich finde, sie schmecken sehr trocken. Ich finde, die Salzstangen sind ja allgemein trocken, aber ich finde irgendwie, die schmecken richtig trocken. Allgemein Geschmack ist es nicht. Aber gut, die sind ja noch ein bisschen gültig. Die findet bestimmt jemand, der die isst. Ja, so ist das, Leute. Wenn man jetzt sowieso kommt, kriegt nur abgestandene Sachen. Nein, Scherz beiseite.
Na, wo machen wir mal weiter? Machen wir mal wie üblich mit einem Duschschaum weiter. Der ist von Akaijutsu. Der ist von Spitzner auch. Also die Marke sagt mir auch schon wieder nichts. Duschschaum Akaijutsu weckt die Lebensgeisteraromen wie Akai, wirken frisch, fruchtig, abgerundet mit leichter Säure von Jutsu, Stachelbeere, Hefaromen, unterstützt die frische Wirkung. Seidiger Schaum mit milder Tenseide reinigen die Haut spürbar, sanft, hautfreundlich und pH-Wert, dermologisch getestet. Note sehr gut. Hier ist jetzt einfach so ein Sprühkopf. Riecht aber sehr, sehr gut. Also ich mag den Geruch, aber allerdings habe ich davon schon eins. In einer anderen Box war das drin. Das war die Pink Box. Da war nämlich genau das gleiche drin. Und von daher wird das auf jeden Fall verlost. Das steht schon mal fest. Also das kommt auf jeden Fall in die Verlosbox. Wie einige Produkte, die hier liegen, auch. Weil in 2 Tagen ist ja mein Jubiläum. Da muss ich noch ein Video zu drehen. Da freue ich mich mega drauf. Und ja, da wird es natürlich auch wieder eine Verlosung geben, weil dann bin ich 2 Jahre bei YouTube. Und in der Hinsicht möchte ich auf jeden Fall danken, dass ihr mich so lange unterstützt, dass ich euch immer so liebe, dass ich von euch immer so liebe Kommentare kriege. Das finde ich ganz toll. Und ich liebe es auch, Kommentare zu beantworten. Also schreibt mir ruhig mehr Kommentare. Ich finde das toll. Und ich nehme mir auch mehr sehr, sehr gerne Zeit dafür. Die Verlosung wird auf jeden Fall auf meinem Instagram-Kanal stattfinden. Wenn ich Verlosung auf YouTube müsste ich mich an die YouTube-Regeln halten. Und darum dürfte jeder, der unter 18 ist, nicht mitmachen. Und das finde ich irgendwie doof. Von daher wird die Verlosung auch beim Instagram-Kanal stattfinden. Da ist genau wie auf YouTube Jenna's Beauty World. Der Link ist unten in der Infobox. Da könnt ihr mir auf jeden Fall gerne folgen. So, jetzt genug hier Promotion gemacht. Machen wir weiter mit dem Paket. Dann haben wir was von Weleda. Endlich mal eine Marke, die mir was sagt. Ein Hoch. Das ist Weleda seit 1921. Eine Nachtkerze. Ist da jetzt eine Kerze drin? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Revelet, reife Haut, festigenden Aufbau, Konzentrat, hochwirksame strukturelle Pflege, Rehabilität der Zellerneuerung. Konzentrat spendet nachhaltig Feuchtigkeit, mindert Falten. Okay, ich habe jetzt schon ein Riesenproblem mit Falten. Ich glaube nicht, mein Gesicht ist voller Falten. Nein, Scherz beiseite. Zellerneuerung mit Nussöl, Tigergras, Extrakt. Sofort nach der Aufnahme fühlt sich die Haut gefestigt und schlapp an. Also meine Haut festigen, ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche, aber... Naja, Falten habe ich noch nicht, aber mal gucken, ob ich verschenke. Probiert euch bald selber. Aber Veleda ist wirklich die einzige Marke, die mir jetzt sowas sagt. Wir werden jetzt mal dann riechen. Das ist jetzt so eine Art Pipette. Das sind 30 Milliliter. Habe jetzt ein bisschen was auf meine Knöchel hier vorne getan. Es riecht sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr feuchtigkeitsspendend. Fühlt sich auch sehr angenehm an auf der Haut. So ein bisschen nach Lotion. Riecht aber sehr angenehm, muss ich sagen. Aber ich glaube, das würde ich selbst behalten. Das gefällt mir auch vom Geruch. Dann machen wir weiter mit einer Marke, die wir eben schon mal hatten. Und zwar ist das Spritzner. Genauso wie das Duschgel auch oder Duschschaum. Das ist ein Massageöl. Das ist ja sehr praktisch. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eins. Das ist mit Sanddorn, Mandelöl, Jojobaöl sowie ein Duft von... Sinne. Wir brauchen mal wieder eins. Das sind 30 Milliliter, also genau wie das Veleda auch. So sieht das Ganze aus. Eigentlich relativ schön. Wir werden uns jetzt mal angucken, wie das dosiert wird. Okay, die Dosierung finde ich echt mega Mist, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Weil da sind so 3 riesengroße Löcher. Ich weiß nicht, wer läuft das jetzt zu tief sein. Daher läuft das aus. Ist schon was an meinem Finger. Und der Geruch ist sehr, 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 sehr intensiv. Muss ich euch ehrlich gesagt gestehen, das ist sehr intensiv vom Geruch her. Also ich würde es, glaube ich, am liebsten mit Wasser verdünnen, weil der Geruch sehr, sehr intensiv ist. Also ich rieche das nur noch, obwohl ich es noch nicht mal an meiner Nase hatte. Aber das ist ein sehr intensiver Geruch von diesem Öl her. Und jetzt glänzen meine Finger und meine Haut auch. Perfekt. Habe ich meine Hände gleich massiert, so soll es sein. Es riecht angenehm, aber ich finde den Geruch sehr intensiv. Ich finde, das hätten die ein bisschen verdünnen können. Aber gut, zur Not verdünne ich das einfach selber mit ein bisschen Wasser, damit der Geruch nicht ganz so intensiv ist. Weil davon reicht echt ein Tropfen. Weil der Geruch sonst zu intensiv ist, der steckt sich sonst in die Nase und kriegt Kopfschmerzen. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn das so intensiv ist. Finde ich aber cool, 30 Milliliter. Mal gucken, wie lange ich damit hinkomme. Ich denke mal eine Weile, vor allem wenn ich da einen Tropfen in eine halbe Schale Wasser gebe. Dann kommen 2 Tropfen.
Dann machen wir weiter. Das sieht aus wie Olas. Ja, wir haben tatsächlich noch eine Marke, die mir bekannt vorkommt. Und zwar ist das von Olaf Vaginist 3-Zonen Anti-Aging Creme. Okay, die brauche ich definitiv noch nicht. So sieht die übrigens aus. Die ist so rot. Olas kennt ja, ich glaube, eigentlich die Hälfte der Leute. Olas ist auch leider nicht ganz günstig. Also Anti-Aging brauche ich definitiv nicht. Das werde ich wahrscheinlich verschenken an meine Mama. Aber es steht ja bald Weihnachten vor der Tür. Also, wenn du auch Mama, wenn du das siehst, hör am besten nicht hin oder spur vor. Ja, auf jeden Fall sieht der Pot so aus. Das sind 15 Milliliter. Wir werden jetzt einfach mal was aus dem Deckel nehmen. Wir werden die Creme jetzt einmal auftragen. Sagen, dass die riecht wirklich, wirklich gut. Die Creme, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die riecht echt gut. Also ich mag den Geruch sehr, 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 sehr gerne. Hätte ich jetzt Anti-Aging-Probleme, würde ich sie selbst behalten, aber da kann ich meiner Mutter die Ära zu Weihnachten schenken und dann Ära noch eine Kleinigkeit dazu. Da freut sie sich auf jeden Fall bestimmt, wenn sie die bekommt. Ah, ich will gar nicht, dass das Paket endet. Es sind allerdings auch nur noch 3 Produkte drin, mit denen hier 4. Was haben wir hier? Das sind anscheinend Augenpads. Von La Mer. Das klingt irgendwie so französisch, finde ich. Die erfrischenden Augenmaske mit Hyaluronsäure spendet langanhaltende Feuchtigkeit gegen Augenringe und Schwellung. Passt perfekt. Wir sind bald an eurer Hochzeit eingeladen und dadurch, dass ich vor 23 Uhr nicht schlafe, wie auch schon relativ da sein müssen, habe ich am nächsten Morgen bestimmt Augenringe und Schwellung. Perfekt. Als hätten die gewusst, dass ich das brauche. Und ich bin sowieso Fan von Augenpads. Ich mag das sehr gerne, wenn meine Augenlider dass die Augenringe auch mit Feuchtigkeit versorgt sind, weil ich meist, wenn ich Concealer auftrage und Foundation, dass sie unten ganz schnell auftrocknet und sich in den Fältchen absetzt. Der hilft dann bei mir auch kein Abpudern, da muss das echt gut eincremen. Und das finde ich gut, das sind 4 Milliliter, anscheinend in Originalgröße, schade. Also ich habe die Marke auch noch nicht gesehen, La Mer, wenn ihr wüsstet oder wenn ihr wisst, wo man diese Marke kriegt, dann ab damit in die Kommentare. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr cool. Dann machen wir weiter mit dem nächsten skurrilen Produkt. Und zwar ist das eine Weinflasche. Ich weiß ja nicht, was mit Beauty zu tun hat, aber in dem Moment haben sie meinen Geschmack einfach getroffen. Das ist von Scarry Ray als Schokolade. Den gab es bei Edeka mal so einen kleinen Becher zu probieren und ich habe mich sofort in diesen Wein verliebt. Er ist genau mein Geschmack, zumindest für mich. So dieses süßliche, bitterliche. Ich mag auf jeden Fall nur süß oder lieblichen Wein. Halb, also trocken mag ich gar nicht. Also halbtrocken ist zumindest meine Grenze, aber am besten süß oder lieblich. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Wein trinkt und wenn ja, was ihr trinkt. Also süß, lieblich, trocken, halbtrocken. Und der Wein, der ist so ein bisschen süßlicher, aber auch so ein bisschen trocken, also ein bisschen Mix von beidem. Und hat am Ende so eine ganz leichte Schokoladennote. Also wenn ihr das auf Eis servet und dazu Minze, das ist aber nur so ein kleines Glas, das ist echt das Leckerste auf der Welt, glaubt es mir. Ich kann es auch nicht glauben, aber es ist wirklich so. Ich hatte mir davon auch mal so eine kleine Flasche geholt zum Probieren. Und das sind jetzt 25 cl, also 25 Dings, Liter. Und ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass sie die auch mit reingepackt haben. Hat zwar damit nichts zu tun, aber damit haben sie meinen Geschmack auf jeden Fall getroffen. Und ich finde irgendwie, das passt gut zu meinen Gelnägeln. Hat zwar so ein bisschen eine andere Farbe, aber ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Oder was meint ihr? Außer, dass meine Nägel ein bisschen lila sind und das ein bisschen mehr rosa. Aber sonst sitzt das genauso. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Dann kommen wir auf zu den letzten 2 Produkten und dann ist die Box auch schon leer. Schade. Und zwar haben wir hier von Forever Young Black Beautiful Lashes eine Mascara. Das finde ich mal wieder sehr, 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 sehr geil. Ich finde allein dieses rosa Holo-Optik schon sehr, sehr, sehr geil. Also ich mag diese Holo-Optik-Verpackung. Ich bin da voll der Fan von. Dann haben wir hier so ein Bändchen. Wow, die sieht immer richtig geil aus. Das hat so eine bisschen andere Farbe von der Verpackung. Das ist eher so ein Rot, Metallic-Rot, also genau die Verpackung, allerdings nur in Rot. Und irgendwie ist die Strähne, die nervt die ganze Zeit schon. Es hat oben so ein Bändchen. Forever Young Beard Beautiful Lashes. 18 Gramm sind da drin. Ich weiß nicht, wie 18 Gramm da ist. Aber gut, wir werden uns das Bürstchen jetzt einfach mal angucken. Ich werde sie jetzt nicht benutzen, weil ich noch nicht weiß, ob ich sie verlose oder ob ich sie selbst behalten werde. So sieht das Ganze aus. So voluminös. Und das Bürstchen ist
sehr, sehr, sehr big bei, wie ihr sehen könnt. Ich drücke da echt nicht viel mit Druck drauf. Ich kann auch nur mit einem Finger drücken. Aber das ist sehr, sehr, sehr biegsam, was ich sehr cool finde. Ich mag Mascara-Bürstchen, die sehr biegsam sind. So erwischt man nämlich alle Härchen oben. Finde ich sehr gut. Und ja, und auch die Verpackung, das Packaging finde ich sehr, sehr geil. Das ist mal ein Produkt, wo ich sage, gefällt mir. Und dann haben wir auch schon das letzte Teil. Und zwar ist das eine Tasche. You know that. Mit so einer Frau drauf. Aber ich glaube, ich habe die Frau schon mal irgendwo gesehen. Das ist einfach nur so eine kleine Kosmetiktasche. Kosmetiktasche. So eine kleine Einkaufstasche. Wir werden jetzt einfach mal den Reißverschluss öffnen. Okay, anscheinend kann man das so direkt rausholen. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und die Tasche hat auch eine gute Größe. Kann bis zu 20 Kilo beladen. Auch relativ groß. Gut. Ich glaube, mein Mann würde sie nicht tragen. Aber ich finde sie sehr cool. Vor allem, ich hasse das oft. Ich habe diese kleinen Taschen von Rossmann, die es da gibt und auch bei DM. Die mache ich immer an meinen Schlüsselanhänger. Lass die Außenhülle dran, nimm aber die Tasche raus und pack die Tasche irgendwo in den Hook oder in der Küche. Und jedes Mal, wenn ich dann einkaufen gehe, vergesse ich die. Und dann stehe ich da immer und sage, toll, jetzt muss ich wieder Plastik oder Papptüte kaufen. Und dann sage ich jedes Mal, oh nee, Alter, schon wieder Plastik, Papptüte, geht gar nicht. Ja, und das hat hoffentlich mit der Tasche jetzt endlich mal ein Ende. Zusammenfassen werde ich sie gleich. Wir werden uns jetzt einmal die Preise angucken, ob sich das wirklich rentiert. Da werden wir wieder unser Mainz-Heft rausholen. Und ich würde sagen, wir beginnen. Na, guck mal, mit der Weleda Nachtkerze. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum das Nachtkerze heißt, aber gut. Ist eine Originalgröße und kostet ernsthaft, Leute, 27,95 €. Finde ich einen stolzen Preis für 30 ml, ganz ehrlich gesagt. Aber finde ich cool. Das ist ja allein schon der Warenwert, der das fast um 6 Euro übersteigt, nur mit einem Produkt. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Dann kommen wir als nächstes zu der Mascara, die Forever Young Mascara. Die kostet bei asambeauty.com 24,75 €. Also auch ein stolzer Preis. Also ich habe schon zwei Produkte im Wert von 50 Euro und jetzt halt gerade mal 19,77 € für die Box. Finde ich auch schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das Olas ist anscheinend auch keine Probe oder Testgröße, sondern kann man so kaufen. 15 ml, 9,99 €. Das kann ich mir nochmal auf jeden Fall schenken. Dann kaufe ich hier noch eine Kleinigkeit dazu und dann habe ich schon mal ein Weihnachtsgeschenk. Finde ich sehr, sehr teuer für 15 ml, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt Olas, genauso wie Weleda. Das hat einfach seinen Preis. Weleda habe ich auch schon für eine Tagescreme 15 Euro bezahlt. Das heißt, das verwundert mich jetzt nicht wirklich. Der Spritzner Duschschaum, der ist eigentlich relativ günstig. Das ist relativ günstig, auch schon teuer für Duschschaum. Aber ich glaube, die Produkte sind im Gegenteil zu dem noch günstig. Der kostet nämlich 5,20 Euro. Das Massageöl ist eine Testgröße und ist ein unverkäufliches Muster, steht hier ganz klar. Eine Originalgröße sind 190 ml und kosten 15,90 €, also würde ich jetzt mal sagen, das kostet 4 bis 5. Ich finde es gut, ich finde den Geruch nur sehr, sehr extrem. Also das kann ich, das glaube ich, nach einer Zeit nicht ab. Die Augenpads Lambeur kosten 2 Euro, sage ich schon. 7,50 Euro finde ich ganz schön happig. Anscheinend ist das eine Webseite www.lamer.com. Aber ich meine, wenn sie ihren Sinn und Zweck erfüllen dann und wirklich gut sind, dann sagt man auch, man gibt 7 Euro für Augenpads. Ich meine, ich würde es nicht machen. Ich hole mir normalerweise die Augenpads von Action mit diesem Gurkenextrakt. Ich glaube, da sind 8 Stück drin für 1,50 €, ehrlich gesagt. Muss ich lügen? Weiß ich nicht. Alle sind echt günstig und sind eigentlich auch gut. Dann haben wir die Mehrzwecktasche. Für 6,99 €, die jetzt gerade auf dem Boden liegt. Ich habe jetzt keine Lust, mich zu bücken. Der Scabby Ray als Schokolade. Rotwein trifft auf Schokolade mit dem neuen Geschmack in Wein. Das fruchtige Aroma präsentiert mit italienischen Rotweins trifft auf vollmundiger Schokolade. Perfekt zum Anstoßen steht hier auch. Der kostet 2,49 € und die Salzstangen kosten 1,29 €. So, das war jetzt so gesehen meine letzte Box von meinem Unboxing aus der Webseite MySunPrize. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses letzte Unboxing-Video von der Webseite gefallen. Beantwortet auf jeden Fall die Videofrage und alles andere, was ich euch in den Kommentaren gestellt habe. Ich lese lieben gerne eure Kommentare. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das könnt ihr natürlich gerne kostenlos tun. Einfach unten auf den roten Abonnieren-Button klicken. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. So, würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben.